Mission 10 stellt uns vor die Aufgabe, die letzte Zutat für das namensgebende Elixier der Macht zu sichern, nachdem die Wikinger dabei kläglich scheitern. Dazu müssen wir einen Priester in die Nähe dieser Kräuter bringen und 200 Mana sammeln. Direkt südlich unseres Ziels befindet sich die Siedlung der Wikinger, welche uns in erster Linie als zusätzliche Orientierung dient. Das umliegende Gebiet wird von zwei dunklen Tempeln kontrolliert, von denen einer ein Problem sein wird, da er keine Manakopta-Manufaktur besitzt. Für ihn gelten also die normalen Angriffsregeln. Letztendlich brauchen wir auf dieser Karte aber nur drei Dinge: Baumaterial, Siedler und Mana. Solange wir es vermeiden, die verbotenen Gebäude zu bauen, lassen uns zumindest die Manakopta und eines der dunklen Völker in Ruhe. Für die anderen reicht es, wenn wir immer etwa 50 Siedler als Diebe in der Nähe der Grenze lassen und sie stets rechtzeitig in normale Träger zurückverwandeln. Dabei empfehle ich, zwei Diebe an den beiden Enden der Schneekette zu positionieren, damit euch die Raubzüge des dunklen Volkes nicht überraschen. Ansonsten ist euer einziges Ziel, einen Priester hervorzubringen und ihn mit 200 Mana auszustatten. Das nötige Gold findet ihr an der nördlichen Küste. Beachtet aber, dass die Bauaufträge für die Goldschmelze und den großen Tempel jeweils einen Raubzug des dunklen Volks auslösen und das auch vor Ablauf der Peacetime. Der grüne Spieler ohne Manakopter greift nach 30 bzw. 55 Minuten an, der gelbe Spieler nach 45 bzw. 65. Beide erhalten außerdem auf normal 150% Kampfkraft, also ein Grund mehr, wieso wir nicht kämpfen wollen. Beide nutzen aber keine dunklen Gärtner, wir müssen uns also keine Sorgen um Expansionsversuche machen. Wenn ihr euren Priester habt, könnt ihr ihn entlang der südlichen Küste ziemlich gefahrlos zu den Wikingern und von dort aus zum Kraut bringen. Sobald ihr die Voraussetzungen erfüllt, wird die Kamera auf bestimmte Koordinaten festgesetzt, damit ihr die Ingame-Cutscene nicht verpasst. Ernsthaft, sowas hätte ruhig öfter im Spiel passieren können.